Das Buch Wertorientierte Gemeindeentwicklung umfasst die wesentlichen Bereiche einer menschengerechten Lebensgestaltung. Orientierungshilfe Gemeindeleitbild ist ein Teil davon. Wertimpulse präsentiert die Notwendigkeit, eine Zielorientierung in der Gemeinde nicht dem Zufall zu überlassen, sondern bewusst die Bedürfnisse, Schwächen, Stärken und Veränderungsmöglichkeiten zu erfassen und in Form eines Leitbildes zu bringen, von dem aus die Orientierung für Führungskräfte des Ortes wie auch der Bürger ersichtlich wird. Die Inhalte, wir haben da eine recht schöne Grafik über unser Leitbild. Und zwar haben wir das unterteilt in Ziele und Wege. Ziele, sinnerfüllte Lebenskultur, liebenswerte Heimat, blühendes Land, menschengerechte Wirtschaft, lebensfrohe Menschen, Partnerschaft, Aktivierung. Selbstverständlich sind das natürlich Schlagworte, die man für eine öffentliche Präsentation braucht. Aber mich hat das ein bisschen global und so wirklich aus unserer Sicht sehen. Das Leitbild ist vielleicht entstanden, wie wir den gemeinsamen Nenner entdeckt haben. Und da verstehe ich, ich bin, wie gesagt, SPÖ-Gemeinderat. Und unser gemeinsamer Nenner war ÖVP, SPÖ, dass wir einfach irgendwann einmal zu der Überzeugung gekommen sind, wir erreichen nichts, wenn wir gegeneinander kämpfen, sondern wir erreichen sehr viel, wenn wir miteinander das machen. Und aus dieser Erkenntnis heraus haben wir dann, wie gesagt, dieses Leitbild formuliert und wir sind da auf eigentlich ganz was Wesentliches gestoßen und das waren unsere gemeinsamen Stärken. Und da hat es dann auch wieder so Schlagworte gegeben und das war einfach die Harmonie unter den Fraktionen. Und das interpretiere ich insofern sozusagen die Planstellen in einem Ort und das sind die zwei Obmänner von den zwei Fraktionen. Da hat vielleicht Steinbach die Stärke, dass wir wirklich zwei Männer drauf gefunden haben, die beide von, glaube ich, menschliche Qualitäten haben. Sie sind sehr ehrlich, sind so richtig korrekte Leute und vor allem, was wesentlich ist, sind recht intelligente Leute. Ja, wir haben dann auch noch aufgeschrieben, irgendwann einmal Verständnis der Berufsschichten und Generationen füreinander. Sehe ich vielleicht insofern, dass sich halt der Gewerbetreibende halt auch zusammensitzt mit seinen Söhnen und dass er vielleicht dem seine Unternehmerziele irgendwann einmal präsentiert und den so weit bringt, dass er seine Vorstellung von Unternehmen dem er entsprechend nahe bringt und sich Mühe gibt, dass der das versteht und das halt, wie gesagt, auf einen Strang ziehen. Das, glaube ich, harmoniert bei uns auch und es hat sogar einen Fall gegeben, wo einmal ehemalige Dienstnehmer dann einen Betrieb übernommen haben, einfach weil sie eingewachsen sind und weil sie das vielleicht mitgekriegt haben. Starke Motivation zur gemeinsamen Zukunftsbewältigung und Zukunftsgestaltung ist sicherlich ein Schlagwort, aber ist integriert in den zwei Punkten, die ich jetzt ein bisschen erwähnt habe. Natürlich, wenn man wo ein gemeinsames Ziel hat, wenn eine gewisse Begeisterung da ist, dann integriert sich das und macht sich dann in jedem Bereich irgendwo wirkbar. Ja, viele kulturelle Aktivitäten, bei denen auch die Bevölkerung aktiv mitarbeitet. Adventkalender war, glaube ich, monatelang im Fernsehen. Jeden Tag ist ein Kastl aufgemacht worden. Auch wieder aus so einer spontanen Initiative aus. Da hat es einen Volksschullehrer gegeben, der dem das eingefallen ist. Dazu viele Hobbykünstler und natürlich vom Kulturverein entsprechend unterstützt, die sich mal zusammengesetzt haben und das gemacht haben. Erstklassige Sache, super Sache. Wir haben sie wirklich. Plötzlich haben wir sich in das Interesse der Öffentlichkeit eingedrängt. Es war aber eine gute Idee, die ist aufgegriffen worden, ist unterstützt worden von der Gemeinde. Man sieht, also da ist enorm viel dahinter. Wie gesagt, man braucht halt die fähigen Köpfe dazu irgendwo. Das gemeinsame Wollen wird zur Orientierung. Orientierung bringt für alle Sicherheit und kann sogenannte Synergieeffekte bewirken, die ungeahnte Kräfte und Leistungen freisetzen. Dabei ist besonders das leitbildkonforme Verhalten der Führungskräfte in der Gemeinde wichtig. Erst diese lebendigen Beispiele bewirken entsprechendes Verhalten bei den Bürgern. Sind die Führungskräfte der Gemeinde nicht in der Lage, das Leitbild zu leben, so folgt unweigerlich die Orientierungslosigkeit. Wenn aber die Führung einer Gemeinde ein Leitbild gemeinsam mit den Bürgern entwickelt, dieses dann auch lebt, so kommt es zu einer positiven Konzentration der Kräfte, wie es an den Beispielen Steinbach an der Steyr und Sitzenberg-Reitling zu erkennen ist. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, dass wir für unsere Gemeinde ein Leitbild entwickelt haben im Gemeinderat, alle Fraktionen zusammen. Und hier steht an erster Stelle die Lebensqualität, die wir in unserer Gemeinde möglichst heben möchten. Lebensqualität so verstanden, dass wir nicht nur für die Infrastruktur sorgen, wir freuen uns darüber, dass Sie das auch als positiv empfinden, aber dass wir darüber hinaus auch
die Art des Umgangs miteinander neu überdenken und leben wollen. Das heißt auch die Zusammenarbeit quer über die Parteien hinweg, zwischen den Berufsgruppen, dass hier auch wirklich ein Miteinander geschieht und dass sozusagen uns auch allen ein Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit gibt und des Vertrauens. Jetzt ist ein Leitbild in einer Gemeinde etwas, was neu ist. Ich kenne also fast keine österreichische Gemeinde, wo so etwas entwickelt wurde. Und wie finden Sie solch ein Leitbild, was man normalerweise ja in Firmen antrifft, in Konzernen antrifft, die haben so ein Leitbild zur Orientierung. Wie finden Sie das, dass so etwas jetzt in Steinbach gibt? Ich finde das an und für sich sehr positiv, dass Kommunalpolitiker oder entsprechende politische Einrichtungen nach privatwirtschaftlichen Gedanken sich Überlegungen machen und entsprechende Aktionen setzen wollen. Das Ganze soll ja, glaube ich, daraus hinaus zielen, dass doch die Gemeinde wieder aufgewertet wird, dass die Gemeinde bekannter wird, dass auch die Kraft der Gemeinde gestärkt wird. So sehe ich das einfach. Durch das partnerschaftliche Verhalten zwischen den Gemeinderatsfraktionen wird vieles erreicht. Die Arbeit als Gemeinderat wird persönlicher und damit interessanter. Die Bedürfnisse der Bevölkerung werden besser erfüllt. Öffentliche Mittel werden objektiv und gerecht den Bedürftigen zugewiesen. Parteiparitätische Überlegungen bei Subventionen oder Wohnungsvergaben werden nicht berücksichtigt. Was einzig und allein zählt, ist die menschliche und herzliche Vernunft. Freilich sind es gerade die Betroffenen, die klagen, dass die Bedürfnisse eines anderen den eigenen Bedürfnissen vorgezogen werden. Doch allen gleichzeitig Recht zu tun, ist nicht möglich, selbst bei bestem Willen. Herr Vizebürgermeister, Sie haben auch ein Leitbild entwickelt. Können Sie uns darüber etwas erzählen? Vielleicht zuerst, wie wurde das überhaupt erstellt? Ja, das Leitbild stammt aus unserer Klausurtagung. Es war, ich glaube, schon eine Idee von Herrn Siegersleitner. Er hat uns alle, also sämtliche Couleurs zusammengefasst, sind nicht auf Urlaub gefahren, sondern nach Losenstein, außer Ort, dass nicht abends ausgebrochen und heimgegangen wird oder irgendwo so hin. Es war eigentlich der Sinn der Sache, dass man wirklich bei den Dingen bleibt. Haben da zweieinhalb Tage dann beraten, über was wir uns, wo soll es lang gehen in der Gemeinde, was machen wir, sind wir Industriegemeinde, was wollen wir für Gemeinde sein, was haben wir zu bieten und was haben wir eigentlich nicht, aber wenn wir es trotzdem anstrengen, wir können halt keine in dem Hang, in dem schönen Ort da eine Industrie reinpflanzen, es geht halt fast nicht, außer kleine Gewerbebetriebe. Und naja, da hat halt auch wieder jeder seine Meinung und seine Idee eingebracht. Die Guten werden natürlich im Leitsatz dann zusammengefasst, formuliert und wenn man halt dann das anschaut nach vielleicht 10, 20 Jahren oder was, dann finde ich ja doch diesen Gedanken, ja, der stammt von mir. Ich habe es nicht ganz so gemeint oder es hat sich verbessert aufgrund eines Beitrages von einem anderen Kollegen. Einen Plan braucht man ja, das braucht man in der Familienplanung und das braucht man auch im Betrieb und so läuft das in der Gemeinde, selbstverständlich soll es ja auch so sein. Was kann man ausgeben, was kann man machen und so weiter. Was wollen wir machen und so weiter. In diesen Dingen halt braucht man eine gewisse Weitsichtigkeit. Nicht sagen wir von heute auf morgen und morgen ist das schon wieder, da haben wir falsch gedacht und dann reißt man das wieder weg, es geht halt nicht. Das heißt, für Sie ist das Leitbild eine langfristige Orientierungssicht? Eine sehr langfristige, so soll ja auch die Zusammenarbeit sein bei uns. Auch über den Wahlen hinaus, ganz gleich wie, Sie kommen in zwei Jahren schon wieder oder zweieinhalb Jahren. Dass wir trotzdem so weiterarbeiten, ganz gleich, ob wir jetzt an Stimmen abnehmen oder Mandaten zu, das soll an und für sich an diesem Leitbild soll sich da wirklich nichts ändern, haben wir uns fest vorgenommen. Dieses Gedankengut wird wohl so manchem machtpolitisch orientierten und parteidoktrinär ausgerichteten Funktionär zur Gegenrede animieren. Warum nicht? Die Bedenken sind offensichtlich und parteiintern betrachtet durchaus akzeptabel und sogar beängstigend. In der Tat führt die Demokratie beängstigende Aspekte mit sich. Doch für wen? Sicher nicht für eine Führungskraft, die den Einheitskamm zur Seite legt, über den vielleicht schon allzu viele gegen ihren Willen glücklich geschoren wurden. Ist nicht die einzige Fraktion, der alle angehören, die Gemeinschaft? Einmal würde ich sagen, die Eigeninitiative der Menschen zu wecken. Dass jeder nicht wartet, bis er von außen Hilfe bekommt, sondern selbst aktiv wird und selbst Ideen entwickelt und selbst einfach die Hand anlegt. Zweitens würde ich sagen,
die Partnerschaft, dass wir einfach ohne Rücksicht auf politische Herkunft oder auf die Frage der Religionszugehörigkeit hier über alle Grenzen hinweg partnerschaftlich arbeitet. Da darf doch eine politische Herkunft überhaupt keine Rolle spielen. Dann drittens die Partizipation. Das heißt, dass die Menschen teilhaben können an der Lösung von Projekten, von Anliegen, von Problemen, aber dass sie auch dann am Erfolg teilhaben können. Viertens die Subsidiarität, dass man nicht alles abschiebt auf die Gemeinde oder gar auf das Land oder den Bund, sondern dort, wo wir sind, dass wir selbst die Probleme in die Hand nehmen. Wenn Junge auf die Alten zeigen, zeigen sie auf die eigene Zukunft. Lasst also der Jugend die Gehrkraft und dem Alter die Erfahrung. Nicht nur eine Ortsgemeinschaft braucht beide und beides. Und nicht nur ein Bürgermeister braucht guten Rat. Naja, da gebe ich einem auch öfter einen Rat. Er soll sich nicht übermachen. Bleib bei dem, was du gelernt hast. Mit den Leuten muss man halt gut ankommen. Und ich meine auch, und er meint, er will es an jedem recht machen. Aber das ist nicht so leicht. Ja. Und was tut man hier so dann, dass man trotzdem das schafft, wenn verschiedene Standpunkte sind, dass dann auch jeder zufrieden ist? Ja, ich sage halt zu ihm, habe ich schon öfter gesagt, du musst dich stark und gesund fühlen. Wenn es auch nicht so ist. Ja. Ich habe das Gefühl, dass er recht gut auch mit dem Vizebürgermeister auskommt. Ja, das ist ja das Schönste. Ganz gut kommt mit die Uli aus. Ja. Und was mich auch gefreut. Ja. Ja. Und warum glauben Sie, ist das auch so? Ja, das ist durch das, weil man denkt nicht, ist, ein Stritter nicht ist gegen die andere Partei. Jetzt geht es auch ganz gut. Das heißt, er macht das nicht parteipolitisch? Nein, er macht es nicht politisch. Er tut es, wie wenn es keine Politik nicht gäbe. Und ist das was Gescheites? Ja, das ist nicht schlecht, weil ich die mitnehmen darf. Wir sehen uns als ein Impulsgeber in der Region. Wir freuen uns darüber, wenn auch Nachbarsgemeinden diese Aktivitäten beachten und das eine oder andere auch aufnehmen und umsetzen. Besonders zu unserer Nachbargemeinde Grünburg haben wir ein sehr partnerschaftliches und freundschaftliches Verhältnis. Wir sind aber auch dabei, mit der Stadt Steyr immer engeren Kontakt zu bekommen. Wenn unsere Leute teilweise nach Steyr fahren, um dort ihrer Arbeit nachzugehen, möchten wir der Wohnbevölkerung von Steyr die Chance geben, dass sie sich in unserem noch gut erhaltenen Kulturraum, wo die Natur noch größtenteils intakt ist, dass sie auch hier sich erholen können. Und die wunderbare Steyrtal Museumsbahn verbindet uns hier und gibt eine gute Gelegenheit. Wir möchten eigentlich von unserem Leitbild ausgehend der Lebensqualität Vorrang geben. Wir glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der sich die Menschen einfach nach Beziehungen sehnen, dass sie nach Kreativität, nach Möglichkeit, ihre Kreativität zur Entfaltung zu bringen, sehnen, dass die Menschen eine intakte Umwelt haben wollen und dass sie auch ihren Kindern wieder eine Chance für die Zukunft geben wollen. Und wenn wir unseren Grundsätzen, die wir uns ja selbst gestellt haben, treu bleiben und wenn wir in diesem Geiste weiterarbeiten, dann glaube ich, haben auch unsere Nachkommen und Kinder wieder eine Chance. Thank you.
Sitzenberg-Reitling sind die Voraussetzungen für die Entstehung eines Leitbildes sehr gut bzw. bereits teilweise verwirklicht. Die Führungskräfte der Gemeinde führen intensive Gespräche, um ihr Leitbild zu entwickeln. Das Gemeindeleitbild soll Aufgabe für die Gemeinde, jetzt für den Gemeindevorstand und den Gemeinderat sein, egal was für eine politische Partei, was er angehört. Irgendwo soll das oberste Ziel sein. Das bedeutet, wir schaffen ein Gemeindeleitbild und danach haben sie jetzt alle zwei und vielleicht in der Zukunft auch die dritte Gruppe zu richten und danach zu arbeiten. Was dann auch jeder selber tut, also wie das auch jeder jetzt von der parteipolitischen Seite her gesehen ausarbeitet, das bleibt an jedem überlassen. Ne? Nur ja. Eines, wird ein Gemeindeleitbild geschaffen, dann sollte es das Ziel, der Leitfaden für alle sein. Für alle sein. Gibt es noch welche Ergänzungen? Ja, wenn Sie möchten, würde ich Ihnen gerne die Grundstruktur unserer Arbeit in diesem Arbeitskreis, in dieser Arbeitsgruppe aufzeichnen. Wir gehen also grundsätzlich davon aus, in unserem Arbeitskreis, dass wir für die Stellung des Gemeindeleitbilds verantwortlich sind. Der Bereich des Gemeindeleitbilds lässt sich grob in zwei Schichten trennen. Die Grundwerte, die der Herr Pfarrer federführend ausarbeitet, und der Bereich der Sachthemen, die der Herr Keiblinger ausarbeitet. Die Struktur der Leitbildarbeit in Sitzenberg-Reitling setzt sich weiters zusammen aus dem Bereich Koordination und Information, für den ein engagierter Bürger des Ortes zuständig ist. Die Bereiche soziale Strukturen, Beziehungen, Arbeitsweisen und Verhaltensregel verantwortet der Obmann der zweiten Gemeinderatsfraktion. Die einzelnen bisherigen Arbeitskreise Dorfkultur aktiv, Arbeitsplätze und Betriebsansiedelung, Baugrund- und Wohnraumbeschaffungsbörse, Entsorgung und Versorgung, Fremdenverkehr und Teichwirtschaft, unser Dorf gestalten und erhalten, beziehen sich direkt auf die den Grundwerten untergeordneten Sachthemen. Es ist jetzt meine Aufgabe, diese Ideen im Sinn eines Gesamtkonzeptes zusammenzufassen und redaktionell zu bearbeiten. Dieses Konzept dient dann als Diskussionsbasis für unsere Gruppe, wo wir dann unsere Meinungen untereinander abstimmen werden. Mich interessiert, oder mich würde noch mehr interessieren, was sind eigentlich die Beweggründe? Warum Sie da mitmachen? Was macht Ihnen daran Spaß? Was mich betrifft, also war das Reizvolle daran, dass wir in der glücklichen Situation sind, dass sich also das politische Gemeinwesen mit dem kirchlichen Gemeinwesen deckt. Das war das eine, was mich daran gereizt hat. Und das zweite, das ist ein Steckenpferd von mir, die Beschäftigung mit der Geschichte, die Auseinandersetzung mit den Werten unseres Gemeinwesens, mit den wesentlichen Zügen dieses Werdens. Und das dritte, das war eigentlich auch die härteste Herausforderung, die Sache mit den Grundwerten. Als erstes, da ich ja eigentlich das politische Gegenpol zum Bürgermeister bin, ist es für mich wichtig, in dieser Gruppe Gemeindeleitbild mitzuarbeiten. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, aber der für mich persönlich weit wichtiger ist, ist eigentlich der Aspekt, also das Arbeiten mit der Bevölkerung, mit den Menschen, den du eigentlich so nicht zum Diskutieren kannst. Aus dem einen Grund, man geht einfach durch die Gemeinde in seiner Funktionärstätigkeit, redest nur mit einem gewissen Teil der Bevölkerung. Einen Teil der Bevölkerung lässt du aus, zu den kommst du nicht. Und das ist eigentlich für mich persönlich der schönere und angenehmere Grund, weil du einfach eine breitere Bevölkerungsbasis ansprechen kannst. Meine persönliche Motivation war einfach der Reiz des Neuen in dieser Form, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und mein persönliches Ziel, ich wäre froh, wenn also das nächste Ziel, die Erstellung des Gemeindeleitbilds, unserer Gemeinde möglichst bald und gut erreicht werden würde. Viel Spaß macht natürlich, dass man mitgestalten kann. Und mich freut es auch sehr, dass man so viele
Gemeindebürger damit einbinden kann. Und jeder kann hier sein Bestes dazu geben und seine Ideen einbringen. Und ich glaube, das kann nur positiv für eine Gemeinde sein. Mir ist vor allem die Arbeit zu gefallen, Grundwerte für das Gemeindeleitbild zu erarbeiten. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir auch die Freiheit genommen, dem Leitbild ein Bild der Gemeinde vorauszustellen. Ich glaube, es hat wenig Sinn, ein Leitbild im luftleeren Raum anzubringen. Und habe das auf zweifache Art und Weise getan. Zunächst mit einer Ortsbeschreibung und dann mit einer kurzen geschichtlichen Entwicklung des Gemeinwesens, dass es nur auf das politische und kirchliche Gemeinwesen bezieht. Unsere Gemeinde ist unser eigentlicher Lebensraum. In diesem unseren Lebensraum die Lebensqualität zu erhalten, zu fördern und zu verbessern, muss ein gemeinsames Anliegen aller Gemeindebürger sein. Dabei wird es notwendigerweise nicht zu vermeiden sein, dass sich persönliche Interessen den Interessen der Gemeinschaft unterordnen. Wir wollen den ideellen Werten grundsätzlich den Vorrang vor den materiellen Werten einräumen. Unsere wertvollsten Kapitalien sind erstens die Natur, die Kulturlandschaft und alles Kulturgut, das auf uns gekommen und erhaltenswert ist. Zweitens unser guter Wille, durch gemeinsame Anstrengungen die Dinge zum Besseren zu wenden. Drittens unsere Fähigkeiten, unsere Einsatzbereitschaft und unsere Arbeitskraft. Wir wollen die Lösung unserer Probleme nicht den Politikern allein überlassen. Wir wollen ihnen Entscheidungshilfen und Problemlösungen anbieten. Die Entscheidungen selbst können und wollen wir ihnen nicht abnehmen. Wir wollen aber nach Kräften ihre Beschlüsse mittragen, fördern und in die Tat umsetzen dürfen. Wir sollten dort nicht nach Staat, Land oder Gemeinde rufen, wo wir die Probleme aus eigener Kraft lösen können. Wir wollen offen sein für den Gast, gemeint ist der Besucher, der Urlauber, der Zeitwohnsitzinhaber und auch für den Fremden, bitte nicht zu vergessen, auch den Gastarbeiter. Wir wollen uns redlich um Solidarität mit den Jungen und Alten, mit den Schwachen und Kranken bemühen. Wo es um die Linderung von Not geht, wollen wir nicht zwischen verschuldeter und unverschuldeter Not unterscheiden. Es soll in unserer Gemeinde niemand geben, der die Hilfe, die er braucht, entbehren muss. Wir wollen nicht an andere appellieren, wo wir aus eigener Kraft helfen. Ohne die aktive Mitarbeit von interessierten Mitbürgern, ohne deren Anregungen und Ideen, hätte ein Leitbild wenig Sinn. Dann wären nämlich die drei Hauptpunkte des mancherorts dennoch existierenden Minusleitbildes kein Interesse, keine Ideen, keine Anregungen, keine Mitarbeit. Das Bild von einer intakten Demokratie verträgt sich schlecht mit diesen Minusimpulsen. So ein Leitbild ist also sicherlich ganz gut, weil es eine Richtung vorgegeben ist. Würde das also von daher begrüßen, würde es aber ablehnen, wenn dieses Leitbild zu einer Art Gebetbuch wird, was man sich also dann sklavisch daran hält und sagt, wir machen nicht mehr das, was da drinnen steht, dazwischen und was gibt es nichts und was anderes gibt es schon überhaupt nicht. Sicherlich also ist es gut für Gemeinde zu wissen, wo will sie hingehen, vor allem bei der Struktur unserer Gemeinde, die doch insgesamt sehr bäuerlich ist. Wobei man also sich abzeichnet, dass man zumindest also leicht hergehen sollte, Betriebe anzusiedeln. Das heißt, man muss also nicht jetzt da irgendeine groß belastende Industrie ansiedeln, aber vor allem also doch gesunde Gewerbebetriebe, aber auch kleine Industriebetriebe, könnte man vorstellen, weil sonst die Finanzierung der Gemeinde auf Dauer unmöglich erscheint. Ein Gemeindeleitbild brauchst du dafür, um einmal den Gemeinderat, die Entscheidungsträger in eine Richtung zu bringen, sich an ein Leitbild, das sagt ja der Name schon aus, zu halten, um eine Vorgabe zu haben, einen Leitfaden für ihre Gemeinde in den Entscheidungen den richtigen Weg zu gehen. Ich brauche halt für meine Arbeit eine Vision. Und für meine Arbeit ist jetzt das Gemeindeleitbild, das ja jetzt erst aus der Gemeindeentwicklungstagung herausgekommen ist, ist ja für mich sehr neu, muss ich sagen. Ne? Ja. Also ich muss mich ja erst gedanklich damit sehr genau beschäftigen. Ne? Aber von der Grundeinstellung her ist ein Leitbild wichtig, um ab
abzusetzen, abzuchecken, was für Dinge gehören erledigt, was für Dinge sind erledigt und was ist noch zu tun. Dass da natürlich ein großer Teil Ideologie auch mit einfließen muss, das ist ganz klar, das gehört dazu, das ist ein Teil der Vision. Ja, das Leitbild ist so eine Richtlinie, nicht nur für den Gemeinderat, sondern für die ganze Bevölkerung sein. Und alle, die in unserer Gemeinde wohnen und leben und alle, die zu uns in die Gemeinde kommen, soll es eine Richtlinie sein, wie es in unserer Gemeinde in Zukunft aussehen soll und wie die Richtung, in welche Richtung unsere Gemeinde in Zukunft gehen will. Es ist geplant, bis Ende Juli 1989 einen Entwurf fertigzustellen, den alle Mitglieder unseres Arbeitskreises als den ihren auffassen können. Und dieser Entwurf wird dann an die Mitglieder des Gemeinderates sowie an die Leiter und deren Stellvertreter der Arbeitsgruppen zur Begutachtung versandt. Die Vorgangsweise zur Erarbeitung des Gemeindeleitbildes wurde in Sitzenberg-Reitling genauestens festgelegt. Im Herbst 1989 wurden die beschlossenen Schritte durchgeführt, die allen Gemeinden als Anregung dienen sollten. Zu Beginn wurde ein erster Leitbildentwurf an die Mitglieder des Gemeinderates und die Leiter der einzelnen Arbeitskreise versandt, mit dem Hinweis, dass in der bald darauf folgenden Abstimmungssitzung Bereicherungen, Änderungen oder Korrekturen einzubringen sind. Die Abstimmungssitzung führte zu der gewünschten Synthese verschiedenster Interessen, Wünsche und Ziele. Das Leitbild hatte konkrete Form gewonnen und wurde sofort an alle Haushalte der Gemeinde versandt, zusammen mit der Einladung zu einer öffentlichen Diskussion für alle interessierten Bürger. Diese öffentliche Diskussion setzte das Mitdenken und Mitentscheiden der Bevölkerung voraus und zog eine letzte Überarbeitung nach sich. Zum Abschluss der Überarbeitungsphase wurde das nunmehr definitive Gemeindeleitbild allen Gemeindebürgern zur Kenntnis gebracht und bald darauf das Leitbild innerhalb eines öffentlichen Aktes und gemeinschaftlichen Festes verabschiedet. Alle für das Leitbild wesentlichen Entscheidungen wurden aus der breitestmöglichen Basis heraus beschlossen, nämlich aus der Bevölkerung. Der Begriff Demokratie bekommt aufgrund dieser Tatsache die dem Wort inneliegende Bedeutung zurück. Wünsche, Bedürfnisse und Ziele sind nicht nur Sache der Regierenden, sondern aller Menschen, Bürger und Betroffenen. Direkt verstandene, empfundene und gelebte Demokratie im Zusammenhang mit dem Leitbild ist folgendermaßen dargestellt. Der Arbeitskreis Gemeindeleitbild erarbeitet einen ersten Entwurf. Daraufhin tritt der Gemeinderat mit dem Arbeitskreisleiter zusammen, um Verbesserungen und Änderungen auszuarbeiten. Diese Änderungsvorschläge gehen zurück an den Arbeitskreis. Der nunmehr überarbeitete Leitbildentwurf wird dem Gemeinderatsbeschluss zugeführt. Nach Beschluss ergeht der Leitbildentwurf zur Begutachtung an alle Gemeindebürger. Die Änderungswünsche der Bevölkerung werden in einer abschließenden Überarbeitung des Arbeitskreises in den Leitbildentwurf eingebracht. Das fertige Leitbild wird vom Gemeinderat beschlossen und innerhalb eines Festaktes an alle Gemeindebürger übergeben. Ja, ich stelle mir vor, Leitbild in der Gemeinde, vor allem Zusammenarbeit, Nachbarschaftshilfe, also wieder ganz einfach gesagt, auf einen Nenner zu bringen, die Leute sollen wieder etwas näher zusammenrücken. Also vielleicht ist die Zeit heute schon so, dass wir schon ein bisschen weit voneinander entfernt sind. Und ich glaube, dass man wieder mehr zusammenrücken sollte. Und das sollte das Ganze wieder sein, sagen wir. Dass mehr Zusammenhalt ist in einer Ortschaft, sollte jeder zu jedem gehen können. Wenn er in Not ist, sollte jeder helfen. Durch den Bürgermeisterwechsel jetzt, dass wir einen jungen Bürgermeister haben und der aufgeschlossen ist und auch mit der anderen Partei gut reden kann und dass die Gemeinschaft jetzt besser ist, als was vorher war. Ich glaube, man sollte insofern ehrlich zueinander sein, dass man sagt, hier müssen wir gemeinsam, hier haben wir ein gemeinsames Ziel und da wäre eben ein von allen anerkanntes Leitbild ein erster Schritt dafür. Wir sollten uns mit der Realität von politischen Parteien abfinden, aber als politische Parteien versuchen, im anderen doch zumindest gelegentlich einen Partner zu sehen
und nicht unbedingt immer nur den Gegner. Vielleicht funktioniert es. Aus dem oft Gegeneinander von denen da oben und jenen da unten könnte ein Miteinander von Menschen, Bürgern und Betroffenen werden. Die Orte Steinbach an der Steyr und Sitzenberg-Reitling haben sich entschlossen, mit Hilfe ihres Leitbildes in eine menschengerechte Zukunft zu gehen. Jedem steht frei, dasselbe zu tun.